Hallo und willkommen bei einem Video, das ich jetzt mal wieder machen möchte, ne, zu einem Film, den ich heute gesehen habe, und zwar Gänsehaut. Das ist eine Komödie, eigentlich man könnte sagen Komödie, mit Jack Black in der Hauptrolle und dann noch so ein paar Jugenddarsteller, die ich euch gerade nicht namentlich nennen kann, weil die Seite zu dem Film öffnet sich gerade irgendwie nicht, keine Ahnung. Das heißt, ich rede einfach schon mal los. Ich habe den Film gesehen und möchte euch ganz kurz, so kurz es denn eben geht, verraten, was ich davon halte. Also vielleicht kennt ihr ja schon die Gänsehautbücher. Das sind so Jugendromane, tatsächlich Jugendromane, wahrscheinlich so für den Bereich, ja, um 10 bis 15 Jahre, würde ich sagen. Und der Film, A.L. Stein spielt tatsächlich mit. Cool, wusste ich gar nicht. Wie auch immer. Also Gänsehaut im Original Goosebumps, der geht 104 Minuten. Ja doch, 104 Minuten. Mit Jack Black in der Hauptrolle, der A.L. Stein spielt, den Schöpfer der Gänsehaut-Romane, die ihr vielleicht schon kennt. Das gab es mal auch mal als Serie und das gab es auch als Hörspielkassette. Ich denke mal so ziemlich. Also fast jeder dürfte mal zumindest davon gehört haben. Die Gänsehautbücher sind ziemlich erfolgreich und da gibt's halt sehr, sehr, sehr viele von. Und im Film handelt, der Film handelt halt davon, dass diese Monster, die A.L. Stein alle erschaffen hat, einfach real werden. Aus den Büchern rausklettern und die Stadt, in der der junge Mann Dylan Minnette, so heißt zumindest der Schauspieler, wie heißt der Charakter von dem, steht hier auch irgendwo, hier steht übrigens Genre Horror, stimmt nicht unbedingt, würde ich sagen, Zack, genau, so heißt er, der zieht in eine neue Stadt, lernt diesen A.L. Stein kennen, einen sehr introvertierten Mann, wenn man es denn so formulieren möchte, falls ihr den Trailer gesehen habt, wisst ihr, was ich meine, und der hat da halt noch eine Tochter bei, die er auch nicht ständig rauslässt, und von daher sieht sich dieser Zack irgendwann gezwungen, in das Haus von dem Typen zu gehen und lässt aus Versehen alle Monster frei, die der A.L. Stein jemals erschaffen hat. Und wenn ihr die Bücher kennt, dann wisst ihr, dass das zwar Jugendromane sind, aber die Monster man trotzdem nicht im echten Leben haben möchte, was zu einigen Problemen führt. Und so viel zur Handlung, das ist ein Film, der hat mir gefallen. Der hat mir gefallen aus folgenden Gründen. So, jetzt mache ich mir das Mikrofon höher. So, zack. So, der hat mir aus folgenden Gründen gefallen. Zunächst einmal bin ich mit der Erwartung an den Film gegangen. Ich habe den Trailer gesehen und fand den Trailer ein bisschen kindisch gemacht. Bisschen Dingsbums. Bisschen, ja, für die jüngere Generation. Genauso wie die Bücher. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass es eher ein Jugendfilm wird. Und genau das ist er auch geworden. Zunächst einmal, all diejenigen, die Gänsehautbücher mögen, die Storys mögen, sollten sich den Film anschauen. All diejenigen, die Kinder, Abenteuer bzw. Horrorfilme für Kinder mögen, das ist nicht wirklich Horror, man erschreckt sich eigentlich gar nicht in dem Film, aber es ist halt, man muss es aus der Sicht eines 6- bis, sagen wir mal, 13-Jährigen betrachten. Die Hauptzielgruppe dieses Films, der Film ist übrigens ab 6 Jahren freigegeben, soweit ich weiß, und in dieser Altersklasse schlägt der Film mit Sicherheit total ein. Dafür ist er nämlich auch gemacht. Und wofür er nicht gemacht ist, ist Erwachsene zu erschrecken. Oder Leute, die mit den Büchern nichts anfangen können. Oder Leute, die Jack Black überhaupt nicht leiden können, weil der spielt durchschnittlich in dem Film, hängt auch mitunter von der Story ab. Die Story versucht ungefähr ab Mitte des Films ein bisschen Emotionen reinzubringen in das einsame und in das einsame Leben von A.L. Stein, der dies und das getan hat, um sein Leben nicht mehr in Einsamkeit da zu fristen. Und das passt nicht so ganz auf die Story, weil es geht hauptsächlich einfach nur darum, dass die Monster freigelassen werden und wieder eingefangen gehören. Es kommt auch zum Glück nicht so viel Liebesgeschichte auf. Es gibt offiziell nur einen Kuss im Film. Ich würde sagen offiziell. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr ihn seht. Vielleicht auch nicht. Aber wer erinnert sich schon an das, was ich hier gesagt habe? Ich finde, ansonsten spielt Jack Black ganz in Ordnung. Die Gags in dem Film haben mich nicht umgehauen. Es ist ein Film, der mich tatsächlich lediglich zum Lächeln gebracht hat. Das heißt, als Komödie, wenn man es jetzt mal als von meinem Altersstandpunkt aus betrachtet, ist der Film eigentlich nicht lustig. Nicht wirklich so lustig, dass man halt lauthals anfangen muss zu lachen. Aber es ist ein Film,
der mich als Gänsehaut-Fan berührt hat, weil man halt die ganzen Monster, den Werwolf aus den Fiebersümpfen, den man auch im Trailer sieht, Slappy, die Puppe mit dem starren Blick, die ich in den Hörspielen immer sehr, sehr, sehr gruselig fand und die auch in dem Film ein bisschen kindgerechter aufbereitet ist. Also es wirkt nicht so, man kriegt nicht so, man scheißt sich nicht sofort in die Hosen, wenn man diese Puppe sieht. Obwohl Puppen grundsätzlich ein sehr gutes Horrorelement sind. Aber wie ich schon mehrfach gesagt habe, ist es eher eine Komödie für Kinder und deswegen aus der Hinsicht betrachtet ist der Film gruselig genug. Man kann leicht verstehen, was passiert und es ist mit Gags gemacht, die halt sehr auch sehr einfach fürs jüngere Publikum zu verstehen sind. Es gibt wenig bis keinen Verbalhumor. Es gibt ein paar Witze, die auch ältere Menschen, also älter, meine ich 20 bis 30 Jahre, auch lustig finden. Und man geht eigentlich im Grunde mit einem Lächeln aus dem Film raus, man lacht nicht lauthals. Das finde ich allerdings eine super Sache, weil ich weiß eben, mit welchem Hintergrund der Film produziert wurde. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich dieses Video machen wollte, euch das zu sagen, falls ihr den Film sehen wollt, mit der Erwartung, dass ihr da eine Komödie à la Ted oder à la Hangover bekommt, also nicht von der Machart her, sondern vom Lachlevel her, dann seid ihr da falsch. Ihr kriegt eine Komödie, die ist an die Bücher angelehnt, die hat ein paar schöne Referenzen zu den Büchern und zu den Hörspielen und zu der Serie und die hat auch insgesamt ganz gut arbeitende Schauspieler. Jack Black finde ich in der Rolle des vernünftigen Buchautors, also vernünftig insofern, dass er die Monster wieder einfangen möchte und nicht einfach noch mehr erschafft, die er rausschickt. Übrigens eine nette Idee, wie die Monster wieder einfangen möchten. Ich meine, war irgendwie logisch, aber ihr werdet es ja sehen. Und Jack Black ist halt, der hat auch schon ziemlich schlechte Filme produziert, aber hier ist er ganz passabel. Hätte an manchen Stellen versucht, da halt ein bisschen Witz reinzubringen. Also zumindest das Drehbuch sieht es wohl vor. Das klappt nicht ganz so gut. Ich hätte Jack Black gerne mal als wirklich durch die Bank weg recht ernsten Charakter gesehen, aber er versucht halt hier und da tatsächlich die Situation aufzuheitern, was zum restlichen Film passt, was die anderen Charaktere auch machen, aber ich finde als zurückgezogen lebender, introvertierter Gänsehaut-Buchautor muss der nicht in der Mitte des Films anfangen, sich mit Deo einzusprühen, um sich vor dem Werwolf zu verstecken, der ihn natürlich jetzt noch viel besser riechen kann. Sowas zum Beispiel, das ist eine Szene, die sieht man auch im Trailer, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel gespoilert. Das ist im Grunde eigentlich schon meine Meinung gewesen. Das war jetzt nicht allzu lang, das Video, deswegen sollte ich das mit einem kurzen Gameplay auch gut hinterlegen können. Was ich normalerweise noch dazu sage, ist zur Filmmusik. Die kann ich jetzt hier als eigentlich auch ganz gut bewerten. Ich habe sie nicht wirklich so wahrgenommen, dass sie außergewöhnlich ist. Es ist eine normale Filmmusik, die man auch in anderen Jugend-Animationsfilmen und so sieht. Die Animationen an sich fand ich auch alle in Ordnung. Ich habe den Film in 3D gesehen. 3D ist überhaupt nicht nötig bei dem Film. Ich fand den, also ich habe zwischendurch die Brille abgenommen, weil es war halt, man hat auch nicht mal wirklich einen Unterschied gesehen manchmal. Also ich finde, wenn ihr die Chance habt, den nicht in 3D zu sehen, dann spart euch die paar Euro. 3D lohnt sich nicht. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Er ist angenehm kurz, möchte ich sagen, 104 Minuten ist ja in heutigen Zeiten doch eher Mittelmaß bis kurz. Die Zeiten von 80, 90 Minuten Filmen sind vorbei, obwohl für einen Sechsjährigen ist der 104 Minuten vielleicht doch noch etwas lang. Hätten die vielleicht nochmal 5, 6 Minuten rauskürzen können, wäre kein Problem gewesen. Das Dumme ist, die versuchen wirklich sehr viele Monster und so in den Film einzubringen, was dann wiederum darin resultiert, dass man viele Monster gar nicht wirklich vorstellen kann, dass es sehr schnell zur Sache geht und dass dementsprechend nicht viel Emotion zwischen den Charakteren aufgebaut werden kann, so Beziehungen und alles in jeglicher Hinsicht, weswegen ich auch eingangs erwähnte, dass diese, ja, eingebaute, es ist nicht wirklich eine Love Story, also ihr werdet die nicht wirklich so bemerken. Ich möchte es nur halt mal erwähnen, weil es halt obligatorisch ist. In fast jeder Komödie findet man heutzutage sowas. Und ich fand es in diesem Film unnötig, weil es geht halt hauptsächlich um die Bücher und um die Geschichten, um die Monster und darum, die wieder einzufangen. Und insgesamt ist das ein sehr lustiger Film geworden. Ein sehr lustiger Film, wo man wirklich dann lächeln kann, ab und zu lachen kann. Vor allem einer der Charaktere, das ist so ein, wie heißt der Schauspieler, der hat riesige
Der hat riesige Schneidezähne vorne. Der sieht auf jeden Fall aus wie so ein typischer Highschool-Außenseiter, Streber, was auch immer, Feigling. Und genau das ist er auch in diesem Film. Und das macht Spaß, den anzusehen. Der haut auch die besten Gags raus, würde ich mal behaupten, weil das ist halt einfach einer, der macht in jeder Situation alles kaputt und alles falsch, was man falsch machen kann. Deswegen bringt der den meisten Spaß in den Film und die restlichen Charaktere treiben halt einfach die Story voran und ja. Und bringen den Zuschauer zum Lächeln. Deswegen würde ich sagen, so als Komödie beziehungsweise Adventure-Horrorfilm für Kinder von 6 bis 13 Jahren perfekt geeignet. Ich würde den würde jedem da empfehlen, den sich anzuschauen. Es ist auf jeden Fall besser als all die pur 100% animierten Filme, die man heutzutage sieht. Dieser Arlo und Spot-Film, der da neulich war, den habe ich nicht gesehen, aber sowas halt, bis da komplett animiertes Zeug, ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es gibt auch Schönes, was auch mit realen Figuren und realen Menschen ist, und das ist jetzt hier in dem Fall Gänsehaut. Ich glaube nicht, dass die einen Schneemenschen in echt besorgen konnten. Da ist die Animation dann wiederum berechtigt. So. Das war's eigentlich zu Gänsehaut. Ich finde, das reicht eigentlich auch für eine kurze Meinung dazu. Falls ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, empfehle ich ihn euch hiermit. Wie gesagt, alle Leute, die Jack Black nicht mögen oder die richtig auf derben Humor stehen, die sind da nicht wirklich gut aufgehoben. Oder die mit Gänsehaut allgemein nichts anfangen können. Ja, ich hätte mir zwar persönlich gewünscht, dass er ein bisschen gruseliger ist, aber dann hätte das dem Anspruch des Kinderbuches nicht mehr entsprochen, und deswegen wäre das auch falsch gewesen. Ich wünsche mir vielleicht, dass die irgendwann Fear Street mal als Film bringen, weil das können die dann ein bisschen gruseliger machen. Fear Street ist ja so ein bisschen so ein Level höher als Gänsehaut für die 16-Jährigen und um den Dreh rum, und da können die dann noch ruhig mal ein paar Schocker einbauen. Aber für diesen Film hier, der ist sehr richtig passabel geworden. Ich würde ihm wahrscheinlich 7 von 10 Punkten geben in seiner Kategorie da. Und ja. Sagen wir 6,5, damit Leute jetzt nicht so enttäuscht sind und sagen, ey, das ist voll unlustig. Man muss sich halt drauf einlassen. Man muss sagen, jo, ich mag die Bücher, jo, ich freue mich, den Film zu sehen, so wie ich es mir gesagt habe, als ich den Trailer gesehen habe. Und es ist halt einfach, man entdeckt viele Referenzen zu den Büchern, die ganzen Monster tauchen auf. Und das ist schon ganz gut. Ich fand den gut. Ja, das ist eigentlich... Und ich fand's cool, ich fand Jack Black tatsächlich irgendwie super passend auf Arlstein, obwohl er in Wahrheit sehr anders aussieht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wo ich jetzt so vom Thema abkomme, von wegen Darstellung von Buchautoren, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die irgendwann Lemony Snickets rätselhafte Ereignisse nochmal fortführen. Davon gibt's ja 13 Bände und die haben nur die ersten 3 verfilmt mit Jim Carrey. Es wird zwar niemals vorkommen, wahrscheinlich hat er zu wenig eingespielt, aber ich würde es mir wünschen. Das ist auch ein sehr schöner Jugendbuch-Film, den man gut hätte fortführen können. Und ich finde, bei Gänsehaut können die meinetwegen auch einen zweiten Teil rausholen. Obwohl der tatsächlich eher als Einzelfilm gedacht ist. Am Ende gibt es natürlich den obligatorischen Hinweis, dass es, oder nicht Cliffhanger, sondern obligatorischen Aufhänger für einen zweiten Film, der eingebaut wurde, vermutlich, wenn der Film sehr erfolgreich läuft, dass man dann irgendwann einen zweiten raushauen kann. Aber im Moment würde ich sagen, war's das. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Im Hintergrund war wahrscheinlich irgendwie wieder Last of Us oder sowas. Und ja, viel Spaß im Kino, falls ihr reingeht. Viel Spaß zu Hause, falls ihr kein Geld für Kino habt. Und viel Spaß bei anderen Aktivitäten, falls ihr das Geld lieber für was anderes raushaut. Aber immer dran denken, don't drink and drive. Very dangerous, it's very dangerous. Okay, goodbye, goodbye, bye. See you soon.